Die digitale Revolution stellt uns vor große Herausforderungen. Zum einen hardware-seitig. Wir wollen, dass jeder Haushalt einen schnellen Internetzugang bekommt. Das ist möglich, allerdings nur durch die Mobilisierung privaten Kapitals und vor allen Dingen, indem auch die kleinen und mittleren Anbieter eine faire Chance bekommen. Hierzu muss die Bundesregierung endlich auch die Rahmenbedingungen so setzen, dass kleine und mittlere Kabelbetreiber zum Beispiel eine echte Chance bekommen, ihre Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. Und dann eröffnet sich im Netz eine große Chance, nicht nur für die großen weltweit tätigen Player, sondern auch für viele kleine und mittlere Unternehmen, die wir dringend brauchen, wegen ihrer Innovationskraft und vor allen Dingen auch, weil sie Arbeitsplätze in der Fläche zur Verfügung stellen.